Hallo meine Lieben und ganz herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Ich möchte euch heute wieder meine Neuzugänge aus dem letzten Monat zeigen. Es sind 4 Bücher bei mir eingezogen, nicht so viel wie sonst. Ich war diesmal brav, aber es liegt auch vielleicht ein bisschen daran, dass noch 3 Bücher auf dem Postweg sind und ich eigentlich vorhatte, die mit in dieses Video zu packen. Aber ja, die sind einfach noch nicht angekommen. Vielleicht zeige ich euch nachher trotzdem die 3, die dann kommen werden, wenn ihr mögt. Ansonsten wird es hier ein kurzes Video. Ich fange an mit einem Buch, das ich angefragt habe, ganz aktiv beim Verlag, und zwar bei Ullstein. Und ich habe dankenswerterweise auch das Rezi-Exemplar bekommen. Und zwar ist das der neue Roman von Daniela Raimondi. Ich habe An den Ufern von Stellata letztes Jahr total gerne gelesen. Ich mag ihre sehr märchenhaft anmutende Art, Geschichten zu schreiben. Ich fühle mich da immer wie in so einem Märchen. Das hat so eine ganz tolle, positive Atmosphäre in ihren Büchern. Es ist sehr wohlwollend zu ihren Charakteren so. Und irgendwie fand ich das so berührend, dieser Schreibstil von ihr, dass ich dann, als ich gesehen habe, dass das neue Buch hier, Das erste Licht des Sommers, erscheint, sofort in die Leseprobe gelesen habe und ich habe sofort dieses Gespür wieder gehabt, dieses Gefühl ihrer liebevollen Art, auf ihre Figuren zu blicken. Und ja, ich kann es so ein bisschen ja wie so märchenhaft beschreiben, wobei Märchen ja irgendwie auch manchmal ziemlich grausam sind. Das war An den Ufern von Stellata nicht so. Ja, aber jetzt kommen wir mal zu dieser Geschichte. In diesem Buch geht es um 2 Freundinnen, die als Kinder gemeinsam aufwachsen, und zwar in einem norditalienischen Bergdorf. Das sind Donata und Norma. Und sie werden als Kinder durch diese schneebedeckten Hügel stromern und ja, ihre Kindheit erleben. Wir werden sie aufwachsen sehen. Als junge Frauen gehen sie aber unterschiedliche Wege. Und zwar bleibt die eine in diesem Dorf, das ist die Norma, und Donata wird für eine andere Zukunft kämpfen. Norma lebt in ihrem Heimatdorf weiter und sehnt sich nach der Geborgenheit, die sie nur in den Sommern in Stellata erlebt hat. Dann kommt ein erschütterndes Ereignis, was sie total überfordert, und sie lässt alles hinter sich und flieht nach London. Warum nach London, habe ich mich gefragt, aber wir werden es wahrscheinlich erfahren. Auf Umwegen findet sie dort den Trost, den sie so lange gesucht hat. Es scheint auch eine Liebesgeschichte hier drin eine Rolle zu spielen, denn während Norma in den Sommern in Stellata bei ihrer Oma sein darf, lernt sie dort Elia kennen. Und das Leben führt die beiden aber über Umwege eben auseinander. Und ich glaube, dass es Elia ist, der in London auf sie wartet. Und ich fand den Blurb hinten drauf auch wirklich wunderschön. Das lese ich euch mal vor. Hör ruhig auf das, was das Leben dir zuflüstert. Manchmal braucht es gar nicht viel. Einen Zug verpassen und den nächsten nehmen, eine Zeitung, die einem vor die Füße fällt, oder im letzten Moment die Meinung ändern, einfach so, ohne Grund. Man muss nur die Zeichen sehen, die das Schicksal einem gibt. Ein Roman für alle, die große Geschichten mit einem Hauch von magischem Realismus und Nostalgie lieben. Und irgendwie spricht mich das so an und ich freue mich riesig auf die Geschichte. Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass Daniela Raimondi hier wieder was fürs Herz geschrieben hat, ohne zu kitschig zu werden, denn das war auch in ihrem ersten Buch so. Und ja, ich möchte das auch, wenn es möglich ist, ganz bald anfangen, denn die Leseprobe hat mir schon sehr, sehr gut gefallen. Und weil ich ja versuche, jetzt immer den Übersetzer, die Übersetzerin mit dazu zu nehmen, reiche ich euch das nochmal eben für Das erste Licht des Sommers nach. Es ist nämlich aus dem Italienischen übersetzt worden von Judith Schwab. Dann habe ich ein Buch gesehen vor etlichen Monaten beim Florian Valerius, dem literarischen Nerd auf Instagram. Und der fixt mich ja immer mal wieder an. Und er hat den Blurb für dieses Buch hier geschrieben und hat es natürlich dann da auch vorgestellt. Und ich habe es jetzt bei Tauschticket ertauscht. Das ist Krummes Holz von Julia Linhof und es ist ein Debütroman. Und er hat geschrieben, Krummes Holz entwickelt einen Sog, dem man sich nicht entziehen kann. Unbedingte Leseempfehlung. Ja, und ich habe schon oft Highlights entdeckt durch den Florian, weil er ist auch Buchhändler und irgendwie haben wir in weiten Teilen auch einen ähnlichen Geschmack.
Und es geht hierin um ein heruntergewirtschaftetes Gehöft und einen heißen, trockenen Sommer. Die Geschichte einer Familie, in der es keine Liebe gab. Die Geschichte zweier Geschwister, die sich auf der Suche nach ihr verloren haben. Mit erschütternder Zartheit erzählt, atmosphärisch dicht und intensiv. Ja, und darum freue ich mich mal auf diese Geschichte und hoffe einfach, dass ich da so reinstolpern kann, ohne zu viel schon vom Inhalt zu kennen. Es geht wohl auch um zwei Schwestern, also eine Geschwistergeschichte, einer Wand des Schweigens, vielen intensiven Erinnerungen und die Hoffnung, Liebe zu finden. Ja, mal schauen, was Krummes Holz für mich bereithält. Ich finde das Cover wunderschön. Das ist wieder total mein Geschmack mit diesem gemalten Himmel und dieser Landschaft voll Getreide, nehme ich mal an. Und ja, bin gespannt, ob ich das diesen Sommer noch schaffe oder ob der nächste Sommer dann die richtige Lesezeit ist. Mal gucken, wie meine nächsten Wochen hier so lesetechnisch aussehen. Ich habe nämlich bald wieder Prüfung und da stecke ich schon wieder in den Vorbereitungen. Das nächste Buch habe ich ebenfalls bei Tauschticket gefunden und ich habe mich riesig gefreut, denn das ist von einer meiner Lieblingsautorinnen, Claire Keegan, Reichlich spät heißt es und ist im Steidl Verlag erschienen. Claire Keegan wird übersetzt von Hans-Christian Oeser. Ja, und ich mochte bisher alle Bücher von Claire Keegan super gerne, habe die Geschichten total gern gelesen und kann einfach diese kurze, aber super intensive Art, wie sie Geschichten erzählt, häufig so auf mich wirken lassen und finde viel, viel mehr zwischen den Zeilen, als sie wirklich explizit geschrieben hat. Und das habe ich mir von diesem Buch hier nämlich auch erhofft. Es ist aber, glaube ich, ein etwas älteres Buch von ihr, was neu aufgelegt wurde, wenn ich mich nicht täusche. Und es ist die Geschichte eines gescheiterten Paars. Ein Sommertag in Dublin, nach einem scheinbar ereignislosen Tag im Büro, nimmt Cathal den Bus nach Hause. Die Landschaft zieht an ihm vorüber, die waldigen Hügel, auf denen er noch nie gewesen ist, und er denkt an Sabine, die ein bisschen schielt und die gut kochen kann, die auch im Winter barfuß am Strand spazieren geht, die Hügel besteigt, die zu viel Geld ausgibt und zu viel Raum einnimmt und zumindest über die Hälfte von allem bestimmen will. Die Frau, mit der er hätte leben können, wäre er ein anderer Mann gewesen. Ich bin gespannt, ob mir das Buch auch so gut gefallen wird, denn das ist von den Rezensionen her etwas schlechter bewertet als die anderen Bücher von ihr. Warum, weiß ich nicht. Ich versuche es auf jeden Fall und es ist ja sehr, sehr schmal. Das kann ich flott lesen und bin gespannt drauf, was mit reichlich spät gemeint ist und ob es bei den beiden vielleicht doch noch irgendwie eine Hoffnung gibt auf Liebe. Wir werden sehen. Und jetzt kommt das letzte Buch für dieses Video, was ich physisch da habe. Und es ist ein ziemlich dicker Klopper, Wellness von Nathan Hill. Das Buch habe ich auch bei Tauschticket gefunden und da war ich auch happy. Denn es wurde mir bei BookBeat, es gibt auch ein Hörbuch davon, als Top-Wahl für dich angepriesen. So nach meinem Lesegeschmack zu urteilen, haben die gemeint, das wird auf jeden Fall dein Buch sein. Und dann bin ich darauf aufmerksam geworden und habe es dann bei Tauschticket aber als physisches Buch ertauscht. Es ist aus dem amerikanischen Englisch übersetzt worden von Dirk van Gunsteren und Stefan Kleiner. Und es geht um Jack und Elizabeth. Die werden 1993 ein Paar und alles spricht gegen sie. Doch der mittellose Fotograf und die Psychologiestudentin aus gutem Hause heiraten und erleben in der jungen Chicagoer Kunstszene aufregende erste Jahre. Aber nicht alles läuft glatt. Inmitten von Achtsamkeitsseminaren, polyamorösen Bekanntschaften und schrillen Immobilienträumen droht ihre Ehe zu scheitern. Sie begreifen, dass sie sich ihren ganz persönlichen Dämonen stellen müssen, wenn sie einander nicht verlieren wollen. Und es soll eine mitreißende Erkundung einer modernen Ehe sein. Da ich ja auch schon etliche Jahre verheiratet bin, bin ich gespannt, ob ich mich in den beiden irgendwie wiederfinden werde. Ich bin zwar nicht 1993 mit meinem Mann zusammengekommen, sondern ein paar Jahre später. Aber ich glaube, ich bin in einem ähnlichen Alter wie die zwei hier. Und soweit ich weiß, haben die beiden auch Kinder in diesem Buch. Das ist natürlich auch irgendwie so ein Thema, weil man als Eltern oft noch sehr, sehr gut funktioniert. Aber wie sieht's aus, wenn man als Paar nicht mehr funktioniert?
Das sind so Fragen, die ich mich immer wieder stelle, weil auch in meinem Bekanntenkreis Ehen auseinandergehen. Und die Dynamik dahinter, bevor es zu so einer Trennung kommt, die finde ich oft sehr, sehr mitnehmend und lässt mich auch nicht kalt, weil man es so auch im eigenen Freundes- und Bekanntenkreis eben mitbekommt. Und deswegen bin ich gespannt, wie Nathan Hill hier die Geschichte von den Zweien erzählt und was hier so die Dämonen sind, denen sie sich stellen müssen und ob diese Ehe noch zu retten ist. Ich bin auf diesen Eheroman einfach gespannt. Ja, gucken wir mal, inwieweit ich mich vielleicht auch drin wiederfinden werde, mich und meinen Mann oder eben auch nicht. Und ja, was dann die Geschichte so mit mir machen wird. Und das sind sie schon, meine Bücher, die ich mir habe zukommen lassen. Und ich habe, wie gesagt, noch drei, die auf dem Postweg sind, wo ich hoffe, dass die auch ankommen. Denn bei Büchersendungen habe ich bei Tauschticket auch schon mal die Erfahrung gemacht, dass es nicht angekommen ist. Aber wir werden sehen. Das erste Buch, was ich auf dem Weg habe, ist eins, was schon super lange auf meiner Wunschliste steht. Und ich habe im Moment das Gefühl, dass ich wieder mehr Lust auf Krimis bekomme. Und da habe ich Totenweg einziehen lassen von Romy Völk. Das ist auf jeden Fall auf dem Weg. Und es ist der Auftakt einer Krimi-Reihe, nämlich die Elbmarsch-Krimis. Und die sind recht gut bewertet und ich habe Lust darauf. Es geht hierin um Folgendes. In einer Herbstnacht wird der Vater der Polizistin Frieda brutal niedergeschlagen und liegt seither im Koma. Ein Mordversuch. Sie kehrt in ihr Heimatdorf in der Elbmarsch zurück auf den Obsthof ihrer Eltern, wo sie auf Kriminalhauptkommissar Haverkorn trifft. Beinahe 20 Jahre sind seit ihrer letzten Begegnung vergangen. Seit dem Mord an Friedas bester Freundin Marit, der bis heute nicht aufgeklärt werden konnte. Frieda fällt die Rückkehr ins Dorf schwer. Die Herbststürme, die Abgeschiedenheit, das Landleben zwischen Deichen, Marsch und Reddachhäusern, ihre alte Schuld scheint sie hier zu erdrücken, dass sie Marits Mörder kennt, aber niemandem davon erzählte. Ja, heute ist sie selbst Polizistin und ich bin gespannt, ob sie den alten Mord aufklärt, wenn sie den Mörder kennt und auch, ob sie diesen Mordversuch an ihrem Vater aufklären kann. Also ich bin gespannt, Frieda kennenzulernen und ja, vielleicht habe ich da eine neue Krimireihe, in der ich dann weitermachen kann. Weiter geht es mit einem Buch von Isabel Allende und zwar Der Wind kennt meinen Namen. Das möchte ich in einer Leserunde lesen und es ist übersetzt worden aus dem Spanischen von Svenja Becker. Wir sind hier in Wien unterwegs, 1938. Samuel Adler ist 6 Jahre alt, als sein Vater und die Familie alles verlieren. In ihrer Verzweiflung verschafft Samuels Mutter ihrem Sohn einen Platz in einem Kindertransport aus dem von den Nazis besetzten Österreich nach England. Samuel macht sich allein auf die Reise. Außer einer Garnitur Wechselkleidung und seiner Geige hat er nichts dabei. Die Last der Einsamkeit und Ungewissheit wird ihn ein Leben lang begleiten. Arizona 2019. 8 Jahrzehnte später steigen Anita Diaz und ihre Mutter in den Zug, um der Gewalt in El Salvador zu entkommen und in den Vereinigten Staaten Zuflucht zu finden. Doch ihre Ankunft fällt mit der neuen brutalen Einwanderungspolitik zusammen. Die 7-jährige Anita wird an der Grenze von ihrer Mutter getrennt und landet in einem Lager. Allein und verängstigt, weit weg von allem, was ihr vertraut ist, sucht sie Zuflucht in Azabaha, einer magischen Welt, die nur in ihrer Fantasie existiert. Wie aber soll sie zurückfinden zur Mutter? Also eine historische Saga, 2 Geschichten, die miteinander verwoben sind von 2 jungen Menschen, die auf der Suche nach Familie und Heimat sind, von den Opfern, die Familien oder vor allem Eltern bringen. Und es ist ein Liebesbrief an die Kinder, die unvorstellbare Widrigkeiten überleben müssen. Ja, das klingt nach harter Kost, aber ich möchte das gemeinsam mit der lieben Eva von Herz auf der Zunge wagen. Und das Buch, das ist auf jeden Fall auch auf dem Postweg. Und das dritte Buch ist eins, das ist noch nicht bestätigt auf Tauschticket. Ich habe es schon vor ein paar Tagen angefragt, aber die Vertauscherin, also meine Tauschpartnerin, hat das noch nicht bestätigt. Also ich hoffe sehr, dass es ankommt. Ansonsten werde ich es mir wahrscheinlich auch irgendwie anderweitig noch besorgen, denn das klingt auch so, so gut. Ich habe es im Thalia in der Hand gehabt und wollte es da eigentlich schon direkt mitnehmen, aber irgendwie war ich dann zu geizig. Das Hardcover ist nämlich echt teuer. Und als ich es dann bei Tauschticket gesehen habe, da habe ich dann echt sofort zugeschlagen. Mal gucken. Vielleicht habe ich ja Glück und sie bestätigt es noch und es kommt noch an.
Es geht um Man sieht sich. Und zwar ist das von Julia Karnik. Das Cover finde ich nicht besonders schön, aber ich finde, der Klappentext klingt super und es hat auch bis jetzt echt gute Bewertungen. Es ist nie zu spät für die Liebe, aber manchmal zu früh. Sommer 1988. Friederika hat große Füße und nennt sich Fri. Robert, neu an der Schule und schüchtern, verliebt sich sofort, aber zeigt es nicht. Vielleicht flirtet sie nur zum Spaß mit ihm. Nach dem Abi trennen sich die Wege. Fri wird früh Mutter, Robert erfolgreicher Musiker. Wann immer sie sich begegnen, wird's kompliziert. Sommer 2022. Fri, fast 50 und seit dem Auszug der Tochter allein, fährt zum Abi-Treffen. Mit an Bord all die Erinnerungen an Robert und ja, 20 Jahre haben sie sich jetzt nicht gesehen. Die Frage ist jetzt, was wird dieses Mal passieren, wenn sie sich wieder treffen? Ein mitreißend liebevoller Roman übers Jungsein, Erwachsenwerden in den 90ern. Das kenne ich. Und die damals verpassten Gelegenheiten und eine neue Chance im Hier und Jetzt. Klingt nach einem total schönen Liebesroman. Und ich bin gespannt, ob der dann noch ankommt. Drückt mir mal die Daumen. Ja, das sind die Neuzugänge und die drei Wunschbücher. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Schreibt mir gerne mal, ob ihr eins der Bücher kennt und wie ihr es gefunden habt. Natürlich gerne spoilerfrei. Und bin gespannt, ob ich euch jetzt auch mit meinen neuen Büchern ein bisschen inspirieren konnte. Könnt ihr mir ja auch gerne mal sagen. Ich wünsche euch auf jeden Fall ein wunderschönes Wochenende. Hoffe, wir sehen uns im nächsten Video und bis dahin frohes Lesen.